und herzlich willkommen am Set von TKKG. Der Film besteht ja aus den ersten drei Hörspielen oder Büchern, aber das sind nur wirklich kleine Teile. Insofern ist das für mich was ganz Neues. Das ist natürlich ganz schön, dass man jetzt hier was verfilmt, was alle kennen, alle lieben. Gabi hat ja in den Büchern die Aufgabe, einfach schmückendes Beiwerk zu sein. Ja? Und das hat sich weiterentwickelt, finde ich auch richtig so, finde ich auch ganz wichtig, dass Jugendlichen ein anderes Frauenbild dadurch ein bisschen mittransportiert wird. Die Gabi kämpft für die Frauenquote. Wenn wir dir die Info weitergeben, was kriegen wir dann dafür? Zum Beispiel Hirn? Einen modernen Actionfilm auf eine Art zu erzählen, wo man nie sagt, ach, das ist ja nur für Kinder. Wenn da jemand so von einer Brücke fast abstürzt, ist auch ernst zu nehmen und auch irgendwie eine Verfolgungsjagd zu machen und richtigen krassen Parcours über Hochhausdächer. Es ist natürlich so, dass wir einfach ein ganz tolles Drehbuch hatten und damit dieses wunderbare Ensemble relativ schnell überzeugen konnten, davon, dass das eben ein besonderer Kinderfilm ist, eine Marke, wie man so schön sagt, die man schon lange kennt. Das macht doch echt Spaß, mit denen zu drehen. Man freut sich auch, die kennenzulernen. Mit Tom, mit Laura Tonke. Also es ist natürlich auch toll, dann mit solchen Kollegen dann voll auf die 12 zu gehen. Das macht Spaß, das ist super. Die Kinderfiguren sind klasse, aber auch die Erwachsenen. Also da haben sie sich hier wirklich was überlegt. Robert Thalheim ist ein Wahnsinnsregisseur. Und bitte! Ich finde, das ist eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre und der Robert ist sehr, sehr aufgeschlossen. So Ideen gegenüber und hält den Laden gut zusammen. Er hat uns auch gezeigt, wie wir das spielen sollen. Er hat uns auch immer gezeigt, ja, ihr müsst das jetzt so machen und ihr müsst aufgeregt sein. Und ich denke, ey, das ist cool, dass er uns das dann so gibt, dass wir zu wissen, okay, genau so müssen wir das dann spielen. Ich bin total gespannt auf den Film. Wir denken schon darüber nach, also was jetzt irgendwie so eine nächste Geschichte sein könnte. Oder man hatte Lust, mit den Vieren weiter so auf Abenteuerreise zu gehen. Ich hoffe natürlich, dass ein zweiter Teil ins Kino kommt, sonst wäre es schon echt traurig. Ich bin mir ganz sicher, da kommt noch was. TKKG, die Profis sind für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!